Fehler 13 haben wir sowieso schon öfter erwähnt, weil er nämlich ständig auftritt. Wir sagen immer, dir fehlt Sprit. Eigentlich heißt es aber was ganz, ganz anderes. 13 bedeutet eigentlich, dass die Startversuche, die die Heizung von alleine macht, erschöpft sind. Das heißt, innerhalb dieser zwei automatischen Versuche, die die Heizung sowieso immer macht, war ein Start nicht möglich. Man muss sich das so vorstellen, alle Komponenten in dieser Heizung kann man irgendwie diagnostizieren, dass die kaputt sind. Dass die Spritpumpe nicht da ist oder die Glühkerze nicht geht, der Lüfter nicht dreht, Unterspannung und so weiter. Das kann man alles elektrisch oder wie auch immer über Sensoren feststellen. Das Einzige, was man nicht wirklich diagnostizieren kann, wäre zum Beispiel eine Brennkammer, die komplett verrußt ist. Oder eine Brennkammer, die ein Loch hat. Das Bauteil hat ja keine Kameraüberwachung oder sowas. Das heißt, ein Fehler an dieser Stelle würde sich nur durch den Nichtstart der Heizung bemerkbar machen. Das heißt, die 13 ist nach unserem Verständnis zuerst mal als Spritproblem zu sehen. Zu 99% ist einfach kein Sprit da. Er kommt gar nicht erst an und deshalb startet die Heizung nicht. Ist relativ einfach zu kontrollieren. Wenn bei der Heizung Sprit ankommt, sie nicht startet, dann würde der durch die Glühkerze aber verdampft werden. Und der würde als weißer Rauch aufgeblasen werden. Das heißt, während der Startphase raucht die Heizung wie verrückt. Das heißt, der Sprit ist da, aber er startet nicht. Das wäre der Hauptindikator dafür, dass zum Beispiel die Brennkammer total verrußt ist, um die Glühkerze schon total viel Ablagerungen sind oder dieses Flammsieb um die Glühkerze total voll. Das heißt, die Heizung kann nicht mehr starten. Ich spritze einfach ein. Irgendwann läuft mir die Suppe sogar zum Auspuff raus, weil ich natürlich immer bei jedem Startversuch neu einspritze und die nicht startet. Irgendwo muss der Diesel hin. Das ist also der Indikator dafür, Brennkammer voll, Glühkerze total verpegt oder so weiter. Wäre auch ein Fehler 13. Das ist jetzt mal das Beispiel für Fehler 13, sprich Brennkammer komplett verrußt. Wir haben hier mal als Beispiel eine 4-kW-Heizung und eine 2-kW-Heizung. Beide sind mit Fehler 13 ausgefallen, zu uns zurückgeschickt. Und man sieht hier ganz dicke Ablagerungen von Ruß, schon auf der Außenseite. Und auf der Innenseite ist es noch viel schlimmer. Da sind es ganz dicke, schleimige Schichten. Merkt man richtig, die sind so ein bisschen feucht, muss man sich vorstellen, so wie Make-up. Die ist erstens komplett verrußt gewesen über die lange Laufzeit und zweitens sind dann Fehlzündungen passiert. Das heißt, es wurde hier Sprit eingespritzt und er ist nicht verbrannt. Und der läuft dann hier in den Ruß und bildet so eine eklige, schwarze, schleimige Masse, mit der dann unser Dan in der Werkstatt seine Freude hat. Meistens kann man die Brennkammer dann auch nicht mehr vernünftig sauber machen. Man kann es natürlich alles rauspolken, das in Waschbenzin einlegen und so weiter. Aber es ist schon eine sehr, sehr beschwerliche Arbeit. Bei der 4-kW-Heizung haben wir schon mal ein bisschen drauf rumgekratzt. Hier sieht man noch die Spuren vom Wärmetauscher. Der hat ja solche Rippen. Man sieht aber schon alleine, was da rausbrieselt, was da für dicke Mengen an Ruß sind. Und der Ruß hat zwei Sachen, macht zwei Sachen. Einerseits Ruß isoliert. Ja? Das heißt also, der Wärmetauscher und auch die Brennkammer, die sind mit so einer dicken Isolationsschicht versehen. Das heißt, die Hitze, die man hier erzeugt, geht gar nicht mehr auf das Metall vom Wärmetauscher über. Das heißt, im Prinzip macht man ein Feuer umsonst. Es kann keine Luft mehr erwärmen. Das merkt man über die lange Zeit, dass es einfach immer schlechter wird. Das Zweite ist, hier drin in der Brennkammer selbst, vor allen Dingen am Ende dieses Tunnels, passiert ja die eigentliche Reaktion, also dass sozusagen der Sprit entzündet wird. Und mit dem Ruß da drauf verringert man einfach die Fläche von glühendem oder heißem Metall, auf dem die Zündung stattfinden kann. Man isoliert die förmlich. Und das ist auch der Grund, warum die Heizung dann irgendwann einfach nicht mehr startet. Man tropfelt sozusagen den Diesel auf eine Rußfläche und der Ruß ist kalt von oben und deshalb startet der nicht mehr. Das ist auch der Grund, warum dann die Heizung ausfällt. Fehler 13, ganz beliebtes Spiel. Bei uns in der Werkstatt nicht so beliebt, so sieht man dann aus. Viel, viel öfter ist die 13 aber, dass der Sprit gar nicht ankommt. Erkennt man sofort, dass während der Startphase eigentlich fast kein Rauch auftritt. Klar, wenn es in alles versottet ist, dann wird davon natürlich auch ein bisschen was verdampft. Also ein klein bisschen sieht man schon. Aber diese großen weißen Rauchwolken von vernünftigem Sprit, der verdampft wird, die treten nicht auf.
Das heißt, es passiert einfach nichts und nach zweimal Starten hat man Fehler 13. Zu 99% Sprit ist nicht da. Wenn die Spritpumpe kaputt wäre, hätten wir einen anderen Fehler. Insofern können wir davon ausgehen, dass die klickt. Wir hören sie ja auch. Meistens ist es Luft oder ich habe den Sprit von irgendeiner Stelle geholt, wo eigentlich keiner ist. Ja, zum Beispiel von einem Rücklauf, der schon in der Luft hängt, weil der Tank zu leer ist. Oder. Also kümmert euch um die Spritversorgung. 13 ist am Ende auch nur die Konsequenz von einer 78. Es gibt sozusagen den Fehler 78, der eigentlich gar kein Fehler ist. Denn der Fehler wird angezeigt, wenn man die Heizung ausschaltet und nicht mittendrin. Ein jeder Fehler, der ein Fehler ist, würde dazu führen, dass die Heizung sofort mit dem aufhört, was sie gerade macht und den Fehler anzeigt. Die 78 wird gar nicht angezeigt, während die Heizung läuft. Die wird einem hinterher angezeigt als Information. Und die 78 heißt, ich hatte während des Betriebes einen Flammabriss. Heißt so viel, da kam Sprit, mittendrin kam kein Sprit und dann kam wieder Sprit. Die Luftblase war aber so klein, dass der Sprit, der noch in der Heizung war, ausgereicht hat, dass sie weiter brennt und der kam früh genug neuer nach, dass sie nicht aufhören musste. Das ist was, was die Heizung merkt über ihren Flammsensor. Sie merkt also, dass kurzzeitig nichts nachkam, aber sie konnte sich gerade so retten und ist weitergelaufen. Das heißt, ihr habt nicht gefroren, ihr seid morgens aufgestanden, habt die Heizung ausgeschaltet, bumm, 78. Das ist eigentlich eine Nettigkeit der Heizung, die euch sagt, da ist was mit dem Sprit faul gewesen letzte Nacht. Wenn die 78 kommt, kümmert euch um den Sprit. Wenn ihr wisst, ich habe die Heizung letzte Nacht leer gefahren, habe danach getankt, dann könnt ihr euch schon denken, okay, da ist jetzt Luft drin. Wenn es nicht so ist, die 78 einfach so mitten im Betrieb auftaucht, könnt ihr euch doch verlassen, ihr habt ein Problem mit der Spritversorgung. Also nachgucken, wenn ihr es nicht tut, kommt als nächstes die 13. 13 heißt, die Luftblase war so groß, dass es nicht gereicht hat, dass die Heizung weiterläuft und die geht dann wirklich mitten in der Nacht aus und es wird kalt. Sprich, 78 als Warnung nehmen, als Info, dass man darüber nachdenkt, was könnte mit dem Sprit das Problem sein. Und dann sollte eigentlich auch alles laufen.